Donaukanal. Die niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer haben etwas zu feiern. Die Ergebnisse der Wirtschaftskammerwahlen 2020 stehen fest. Mit großer Mehrheit, nämlich mit fast 78% der Mandate, hat sich das Team Wirtschaftsbund Niederösterreich durchgesetzt. Für das Team Ecker und Servus ein Riesenerfolg, der gleichzeitig auch als Vertrauensbeweis gewertet wird. Die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land haben uns einen ganz klaren Auftrag gegeben, sich mit voller Kraft für die Wirtschaftskammer Niederösterreich, für uns Unternehmerinnen und Unternehmer anzupacken. Im Detail zeigt das Endergebnis eine klare Mehrheit für die schwarzen Wirtschaftstreibenden, die mit 71,4% der Stimmen nun die kommenden 5 Jahre ihren Kurs fortsetzen wollen. Auf Platz 2 landete der sozialdemokratische Wirtschaftsverband mit 11,5% der Stimmen, dicht gefolgt von der grünen Wirtschaft mit 8,7% und den Freiheitlichen auf Platz 4 mit 6% der Stimmen. Im Vergleich zu den Wirtschaftskammerwahlen vor 5 Jahren konnte die grüne Wirtschaft ein weiteres Plus von 1,9% erreichen, während die freiheitlichen Wirtschaftstreibenden einen leichten Verlust von 0,6% hinnehmen mussten. Nun gilt es, so Ecker, die nächsten Schritte zu planen und auszuführen. Es ist ein ganz, ganz großes Anliegen, dass die Erbe der Sozialpartnerschaft weitergeführt wird. Gemeinsam erreicht man immer mehr. Das sehe ich auch bei mir im Betrieb. Das haben wir in Niederösterreich bewiesen und das soll auch in Zukunft so sein. Fairness und Zusammenhalt stehen für den zukünftigen niederösterreichischen Wirtschaftskammerpräsidenten an oberster Stelle. Gemeinsam mit allen Mitbewerbern, die bei der Wirtschaftskammerwahl angetreten sind, sind Gespräche und ein gutes Miteinander im Sinne der Wirtschaftstreibenden geplant. Zu den ersten Gratulantinnen am Wahlabend zählten die Landeshauptfrau und die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Wir sind gut aufgestellt, aber unsere Mitglieder haben uns ein großartiges Zeugnis abgelegt. Wir haben eine ungeheure Akzeptanz als Landeskammer bei unseren Mitgliedern, bei unseren sogenannten Kunden. Wir sind Meister geworden. Wir sind die Landeskammer mit Abstand der höchsten Wahlbeteiligung. Das heißt, mit der höchsten Akzeptanz bei unseren Mitgliedern. Herzliche Gratulation zur Stärke und zur Akzeptanz der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Eine unglaublich hohe Wahlbeteiligung, auf die wir stolz sein können. Für den Direktor des Wirtschaftsbundes hatte das gute Wahlergebnis aber noch eine weitere ganz besondere Bedeutung. Das bedeutet, dass wir so gut wie alle Fachgruppenobleute stellen werden und dass wir alle Spitzenfunktionäre in der Wirtschaftskammer stellen werden. Bei dieser Wahl sind über 75% aller Stimmen mittels Wahlkarte abgegeben worden. Sie wissen alle, welche Prozentsätze üblich sind bei Wahlen. Unser Ergebnis, das ist Österreich-Rekord und ich wage sogar zu behaupten, das ist ein Weltrekord. Einen Rekord, den vor allem auch die beinahe 1500 Funktionärinnen und Funktionäre ermöglichten, die in den letzten Wochen im ganzen Bundesland ihren intensiven Wahlkampf betrieben haben. Die Diskussion um den Bau der Machfelder Schnellstraße S8 geht in die nächste Runde. Nun wehren sich die Anrainer Bürgermeister mit einer überparteilichen Online-Petition. Gleichzeitig haben sie auch eine parlamentarische Anfrage an die Verkehrsministerin eingebracht. Sowohl das Land Niederösterreich als auch die Bürgermeister in der gesamten Machfelder Region wollen, dass die Schnellstraße gebaut wird, denn die Lebensqualität der Bürger leide sehr unter der täglichen Verkehrsbelastung. Rund 35.000 Fahrzeuge rollen hier morgens und abends durch die Ortschaften. Eine Situation, die unzufriedenstellend ist für eine ganze Region, für mehr als 100.000 Landsleute, die in dieser Region leben, für die Pendlerinnen und Pendler, für Familien mit Kindern, für Unternehmerinnen und Unternehmer in Wahrheit unzumutbar,
für die gesamte Region. Seit mehr als einem Jahrzehnt wird bereits über die Verkehrsentlastung für die Machfelder Region diskutiert. Nun scheint ein Aus für den Bau der Schnellstraße wahrscheinlich, denn Umweltorganisationen und Bürgerinitiativen wehren sich gerichtlich gegen einen Bau. Und das wiederum ist ein Umstand, den die Bürgervertreter nicht hinnehmen wollen. Im März 2006 wurde die Machfeld-Schnellstraße daraufhin in das Bundesstraßengesetz aufgenommen und mit den Stimmen der SPÖ, ÖVP und FPÖ und auch damals schon gegen die Stimmen der Grünen. Das heißt, der Bund, das Ministerium, das Verkehrsministerium ist verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, diese Straße auch zu bauen. Das Urteil vor dem Bundesverwaltungsgericht wird zwar erst in wenigen Wochen erwartet, dennoch gehen die Wogen hoch. Was uns in der Region so aufstößt, ist, dass wir erstens seit vielen, vielen Jahren mit diesen Problemen der Verkehrsstaus zu kämpfen haben, dass wir seit vielen, vielen Jahren auf Entlastung warten und dass es offensichtlich möglich ist, wenn ein paar Berufskritiker, und als solches muss man jene wenigen bezeichnen, die gegen diese S8 seit vielen, vielen Jahren opponieren, und eine Handvoll Vögel dieses Projekt möglicherweise zum Kippen bringen können. Genauer gesagt geht es um den Vogel Triel. Ein etwa taubengroßer, vom Aussterben bedrohter Zugvogel, der ausgerechnet auf den Schotterstraßen des Marchfelds eine neue Heimat gefunden haben soll und nun den Straßenbau zu Fall bringen könnte. Und hier appellieren die Bürgervertreter auch in die Vernunft der Umweltschützer, denn es könnte nicht sein, dass der Artenschutz vor den der Menschen gestellt werde. Wir brauchen für dieses wichtige Projekt eine Unterstützung auf allen und Einigkeit auf allen Ebenen. Einen Schulterschluss über alle Parteigrenzen hinweg, in den Regionen, im Land und im Bund. Ein klares Bekenntnis aller Instanzen. Einen Plan B gäbe es nicht, meinen die Bürgervertreter, denn weder ein rascher Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots noch Bau und Planung umständlicher Umgehungsstraßen würde das ständig steigende Verkehrsaufkommen in der Region abfangen können. Donaukanal, nette Leid. Diesmal zu Gast Buchautor, Musiker und Radio-Urgestein Peter Meissner. Donaukanal, nette Leid. Immer um halb. Es ist Österreichs größter Naturschutzpreis, die Brennnessel-Gala. Mit dem Award, der 2017 ins Leben gerufen wurde, zeichnet die Stiftung Blühendes Österreich gemeinsam mit ADEC und dem Österreichischen Gemeindebund die besten Projekte für Naturschutz aus. Bei der festlichen Gala im Rewe-Festsaal wurden von einer hochkarätigen Jury die 24 herausragendsten Naturgestalter unter ihnen ausgezeichnet. Naturschutz ist kein Gmadewiesen, ist das Motto des diesjährigen Preises, und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Naturschutz, Artenschutz, der Erhalt unserer schönen Natur in Österreich, das passiert nicht von selbst. Da braucht es uns alle. Da braucht es unser Engagement, unsere Ideen, unsere Kreativität. Und ich freue mich, wenn wir die mit einer Auszeichnung vor den Vorhang holen. Uns als ADEC freut es natürlich hier, Projekte, die Gemeinden, Kindergärten, Schulen und auch Privatpersonen einreichen in Sachen Klimaschutz und Biodiversität auf die Bühne zu bringen, zu forcieren und auch zu hebeln. Das heißt, wir zahlen einen Beitrag, um wirklich ein Projekt zu ermöglichen, das dann wieder Beiträge lukriert. Von Vorarlberg bis Burgenland, die Brennnessel unterstützt Gemeinden, österreichische Bäuerinnen, muslimische Pfadfinder, Lehrer und Schüler bei der Verwirklichung von geplanten Naturschutzprojekten. Die Unterstützung von Blühendes Österreich wirkt in vielen Bereichen. Also das ist einmal, haben wir ein Projekt, das nennt sich Flora, und mit der Flora haben wir gegenseitig über 600 Hektar sehr wertvolle, naturschutzfachlich wertvolle Biotope gesichert. Trockenrasen, Bergwiesen, Moore und viele andere ganz, ganz wichtige Biotope. Wir haben Verträge mit Bäuerinnen und Bauern, wir haben Verträge mit Gemeinden, mit NGOs. Wir machen ein Monitoring, sodass diese Flächen wirklich auch langfristig gesichert werden. Die 24 Gewinner der Brennnessel werden nicht nur beraten, sondern auch finanziell unterstützt.
Ich habe es vorhin schon angesprochen, das ist einfach auch der Hebel, den wir haben. Wir investieren 230.000 Euro heute an Preisgeldern, die einen Gegenwert von über 400.000 Euro erreichen. Das heißt, wir ermöglichen Projekte, die es ansonsten gar nicht gäbe und die auch nachhaltig längerfristig umgesetzt werden. Mit der Natur leben und arbeiten. Es ist wichtig, ein Zeichen für Nachhaltigkeit zu setzen. Schritt für Schritt soll Österreich noch grüner, vielfältiger und lebenswerter werden. Also es ist für uns also generationenübergreifende Diskussion, nicht der Selbstzweck. Das ist auch kein Mainstream, weil wir halt gerade so lustig sind, das Thema zu bewegen. Wir merken, dass hier schon große Sehnsüchte da sind. Wie geht es unseren Kindern und unseren Enkelkindern? Wir reden von Enkeltauglichkeit und. Wir müssen uns halt also schon die Frage gefallen lassen, haben wir alles dazu beigetragen oder nicht? Ja, ich denke mal, es ist die Zeit gekommen, wo wir nicht nur mehr an uns denken dürfen. Nehmen wir Bedacht darauf, überlegen uns jeden Tag beim täglichen Einkauf, von woher unsere Lebensmittel kommen, entscheiden wir uns für saisonale, regionale Lebensmittel. Damit erhalten wir einfach auch unsere Natur, die für kommende Generationen grundlegend wichtig ist. Das beste Beispiel sind diese Herren und Damen, die mit ihren innovativen Ideen bereits einen effektiven Beitrag für ein grüneres Österreich geleistet haben. Ja, als kleiner Verein fühlt man sich mal gut, weil reicher, aber auch reicher an Möglichkeiten, mehr Menschen für diese Idee zu begeistern und mehr Menschen ins Boot zu holen, um die Vielfalt vor Ort. Und das ist einfach ein Anliegen für alle, von Bauern bis zum Haushalt, bis zur Frau, bis zu den Kindern, bis zu den Schulen. Jeder soll sich einsetzen für diese Vielfalt. Und ich glaube, wichtig ist es, dass die Menschen spüren, dass der Erhalt der Vielfalt ein Anliegen ist. Ja, ganz, ganz toll. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Also wunderbar. Super. Also wir sind sehr stolz auf uns, auf unsere Schülerinnen und Schüler, dass wir nach so langen Jahren an Projektarbeit jetzt auch eine Förderung für unsere Projekte bekommen haben und unseren großen Wunsch, ein grünes Klassenzimmer bauen zu können, endlich umsetzen können. Möchten auch Sie in Zukunft ein Zeichen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit setzen? Dann fangen Sie am besten gleich heute an. Alle Preisträger und Projektbeschreibungen finden Sie unter www.diebrennnessel.at. Die Ausstellung zeigt 70 Arbeiten auf Papier aus dem Allen Memorial Art Museum am Oberlin College in Ohio. Anhand dieser 70 Arbeiten kann man grob die zeichnerische Entwicklung von Eva Hesse nachvollziehen, von ihren Studienjahren bis zu ihrem frühen Tod 1970. Die Formulierung Forms, Larger and Bolder, die wir auch hier als Ausstellungstitel verwendet haben, also Formen, die größer und mutiger sind. So beschreibt sie nämlich eine Gruppe von Zeichnungen, die in Deutschland entsteht. Diese Idee der riskanten Form ist eine, die, glaube ich, fürs zeichnerische Werk von Eva Hesse grundsätzlich wichtig ist, weil sie, wie man auch in der Ausstellung sehr schön sehen kann, sich immer wieder in Frage stellt und auch neu entwirft. Es gibt bei Hesse kein Zögern, etwas über Bord zu werfen und was Neues auszuprobieren, neu zu experimentieren. Man sieht auch, mit wie vielen unterschiedlichen Techniken sie gearbeitet hat. Es kommt Bleistift, Filzstift, Gouache, Aquarell, Wasserfarbe. Sie hat alle möglichen Techniken ausprobiert und eingesetzt, um zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Was man in Hesses Werk immer wieder beobachten kann, ist, dass sie in Kontrasten und Oppositionen gedacht hat. Man sieht das besonders schön am Motiv des Würfels oder des Kubus, der auch für die Ausstellungsarchitektur Inspirationsquelle war, als Ding, das ausgeklappt wird, das eingefaltet wird, das befüllt wird. Und ich fand es interessant, diese Idee dazu zu benutzen, um Hesses grafisches Werk vielleicht ein bisschen weniger klassisch zu präsentieren, als das andernorts und in der Vergangenheit passiert ist. Ob schmerzende Insektenstiche, dröhnende Kopfschmerzen oder stechende Rückenschmerzen, in solchen Momenten wünscht man sich schnelle und professionelle Hilfe. Rufen Sie ohne Vorwahl die Nummer 1450.
Eine besonders geschulte Krankenpflegeperson meldet sich und sagt Ihnen, was in dieser Situation am besten zu tun ist. Wenn es weh tut, rufen Sie 1450. Ihre telefonische Gesundheitsberatung. Eine Information des Landes Niederösterreich, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds. Baden bot einmal mehr den stimmungsvollen Rahmen für den Landesball des Wirtschaftsverbandes Niederösterreich. Ein Ball mit langer Tradition, den wir sehr gern besuchen. Ich heute das 15. Mal und ja, wir wollen ihn nicht mehr missen. Dieser Ball ist ja sowas wie die inoffizielle Abschlussveranstaltung für die Wirtschaftskammerwahl und ist auch ein kleines Dankeschön an die vielen Funktionärinnen und Funktionäre, die wirklich ihr Letztes gegeben haben in diesem Wahlkampf. Das sind die Bälle, wo die Mitglieder wirklich was davon haben, weil sie selber hier sind am Ball. Vor allem, es kostet auch nichts aus den Pflichtbeiträgen der Wirtschaftskammer, sowie die Opernballlogen der Bundeswirtschaftskammer und der Wiener Kammer. Und es gibt auch hier Mineralwasser, aber eine gute Stimmung und das Wissen, wir setzen uns für die kleinen Unternehmerinnen und Unternehmer ein und nicht nur für die ganz Großen, die am Opernball flanieren. Die Ballbesucher kamen schon fröhlich gestimmt und gut aufgelegt. Es war, als käme eine große Familie zusammen. Immerhin sind ja der SWV ein Unternehmen, das die ganzen Klein- und Mittelbetriebe unterstützt und EPUs vor allem. Und da gibt es immerhin in Niederösterreich 64% derzeit. Und das kann man schon eine große Familie nennen, denke ich. Auf alle Fälle. Und zwar die Familie ist sehr groß, weil es trifft sich nämlich die Politik und die Wirtschaft. Es ist so, dass es wirklich ein Ball der Freude ist, im Hinblick auch auf die Wirtschaftskammerwahlen. Die beginnen ja am Montag und da freuen wir uns schon drauf. Und ja, wir werden heute noch ein bisschen feiern und plaudern und eine gemütliche Stimmung haben. Ja, der Sozialdemokratische Wirtschaftsverbandsball ist jedes Jahr ein sehr schöner Ball, wo man sich unter Freunden trifft, wo jene Menschen, die viel Verantwortung tragen für unser Land, indem sie Unternehmen führen, einfach einmal wirklich gemeinsam feiern und das ist sehr schön. Trotz Heiterkeit und Frohsinn war aber auch die Wirtschaftskammerwahl ein Gesprächsthema. Ein bisschen haben wir schon verwendet, die letzte Motivation zu geben zum Werben, aber er findet jedes Jahr statt. Er ist jedes Mal ein berauschendes Fest. Und in dem Sinn ist halt im Wahljahr eine doppelte Bedeutung. Für die Stadt ist dieser Ball auch eine Art Auszeichnung, wird er doch in Baden schon seit sehr vielen Jahren abgehalten. Man fühlt sich ausgesprochen wohl hier. Ich bin ja jedes Jahr auf diesem wirklich wunderschönen, sehr festlichen Ball. Als Badener bin ich natürlich stolz und freue mich, dass der Ball in Baden stattfindet. Es ist ja eine Landesorganisation und die hat sich fürs Feiern Baden als Hauptstadt auserkoren. Das freut mich natürlich ganz besonders. Für manche Männer heißt es auf dem Ball aber auch zu tanzen und nicht nur zu reden. Ja, zumindest beim Eröffnungstanz wird mich meine Frau nicht auslassen. Ich bin ein begeisterter Nicht-Tänzer, aber es wird schon passen hin. Aber das eine Mal muss man durch. Das eine Mal muss man durch, ja. Mein Mann tanzt nicht so gerne wie ich, aber ich schon. Aber den Eröffnungswalzer tanzt er meistens mit mir. Die Musik von Dolce Vita sorgte mit Schwung und viel Temperament für vergnügliche Stunden bis in den frühen Morgen. Ein junges, innovatives Unternehmen in Ruprechtshofen ist mittlerweile gesuchter Partner vor allem der Industrie. Mit rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und baut die Firma Microtronics Engineering digitale Kommunikationslösungen mit dem Internet. Also die Firma Microtronics ist jetzt seit ca. 2006 daran, mit ihrer Software, mit ihrer Technologie, eben Produkte, Sensoren und Geräte mit dem Internet zu verbinden. Das kann man sich so vorstellen, es gibt ein Produkt wie eine Kaffeemaschine, die eben regelmäßig meldet, okay, ich möchte den Satzbehälter geleert haben, ich brauche frisches Wasser, es muss entkalkt werden und diese Information wird eben dann von der Maschine, von der physischen Maschine über das Internet, über zum Beispiel ein GSM-Netzwerk oder ein Funknetzwerk übertragen an eine Gegenstelle und dass am Ende des Tages der Servicetechniker mit seiner
App mit seiner Applikation die Info bekommt, okay, jetzt muss ich zur Kaffeemaschine und die entsprechend reinigen und warten. Im Smart Home Bereich beispielsweise gibt es bereits vielfache Möglichkeiten. Das Unternehmen Microtronics bietet dafür die verschiedensten Lösungen. Also das System Alexa und Co. ist eigentlich ein Spracheingabe- und Ausgabegerät. Das heißt, mit den Geräten von Alexa kann ich wirklich aktiv reinsprechen, kann ich sagen, was ich gerne haben möchte. Und was dazu notwendig ist, dass dann eben die Produkte auch eine gewisse Intelligenz mitbringen, also dann sozusagen intelligente Dinge sind. Und da benötigt es dann auch wieder die Firma Microtronics dafür. Microtronics ist für viele Branchen sowie für große und kleine Unternehmen tätig und bietet von der Beratung bis zu fertigen Lösungen ein sehr breites Angebotsspektrum. Also grundsätzlich kann man sagen, dass dieser Bereich des Internet der Dinge eigentlich alle Bereiche betrifft, also wirklich vom Endkonsumenten bis in die Industrie. Wir sagen auch immer ganz gern, Microtronics ist vom Kanal bis zum Spital unterwegs, also ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, die hier gelöst werden. Wir sind aber sehr stark auch fokussiert auf die Industrie und ich sage mal, der klassische Consumer kennt eben das intelligente Device als die Smartwatch oder eben auch andere Produkte, die es heute gibt. Microtronics ist ein vielseitiges, international höchst erfolgreiches Digitalisierungsunternehmen. Ein Vorzeigebetrieb in Niederösterreich sowie Leitbetrieb im Mostviertel. Jeden Tag nehmen wir unsere Welt in den Fokus. Doch welche Welt erschließt sich, wenn wir den Blick schärfen auf Dinge jenseits unseres Sehvermögens? Der Physiker Maximilian Haider ging der Frage auf den Grund. Was ist Sehen? Sehen ist ein Haus, kann ich sehen, ein Ball oder ein Objekt kann ich sehen, aber Atom kann ich nicht wirklich sehen. Und das änderte er. Haider löste ein 60 Jahre währendes Problem der Forschung und schrieb damit Ende der 90er Jahre ein Stück Wissenschaftsgeschichte in seiner Wahlheimat Heidelberg. Damit setzt sich eine Tradition fort. Denn es war ein Heidelberger, Ernst Ruska, der in den 30er Jahren das erste Elektronenmikroskop baute. Beschleunigte Elektronenstrahlen bahnen sich ihren Weg zum Objekt. Mit Hilfe von elektromagnetischen Feldern werden die Strahlen fokussiert. Mit der neuen Technik bildeten die Forscher erstmals Viren ab, so klein, dass 20.000 von ihnen nebeneinander in einem Millimeter Platz hätten. Der Blick auf die Nanowelt war geöffnet, blieb aber getrübt, denn Objekte ließen sich in den Folgejahren nie ganz scharf einfangen. Ein Dilemma, das kein Forscher lösen konnte. Nicht Anfang der 50er, als Maximilian Haider in Österreich geboren wird und aufwächst. Auch nicht Ende der 50er Jahre, als Max dort die Schulbank drückt. Und ebenso wenig in den 60ern, als er nach der Realschule eine Lehre beginnt und als Augenoptiker arbeitet. Doch ihn interessieren Linsen statt Brillen. Er will höher hinaus. Er studiert mit Sonderprüfung, ohne Abitur, Physik. Und kommt dabei zum ersten Mal in Berührung mit dem Schärfeproblem. War natürlich das ein Anreiz, dieses Problem auch wirklich zu lösen. Für mich war klar, es ist machbar. Und wenn es machbar ist, dann muss man es auch mal machen. Und damals in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, kam so die Stimmung auf, das funktioniert nicht, das wird nie funktionieren. Maximilian Haider ist ein experimenteller Physiker und begann die Tüftelei 1992 mit seiner Gruppe am Heidelberger EMBL, dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie. Mit von der Partie in der Projektgruppe ist auch der Rüsselsheimer Joachim Zach. Mit ihm gründet er vier Jahre später seine Firma CEOS. Fünf Jahre vergehen. Während die Forscherwelt daran zweifelt, dass das Unterfangen erfolgreich wird, glaubt Maximilian Haider immer an den Erfolg. Doch im Sommer 1997 rückt die Deadline immer näher. Das Projekt läuft aus und das Ziel ist noch nicht erreicht. Das war dann noch eine dramatische Zeit, weil
wir eigentlich zeigen konnten, schon 1996, dass wir CS korrigieren können, aber das Mikroskop war nicht stabil. Das heißt, die Bilder waren nicht stabil, die haben gewackelt und man hat nicht wirklich die Auflösung zeigen können. Und das war wirklich dann eigentlich eine sehr dramatische Zeit. Die Projektgruppe lokalisiert den Fehler im Bereich der Zwischenlinse. Es wird eine spezielle Linse für das System konstruiert und gebaut. Sie soll den Fehler kompensieren. Doch der Endspurt wird immer noch nicht von Erfolg gekrönt. Wir haben alle Schritte gemacht, dann haben wir die Anfang Juni einbauen können. Und dann haben wir den Strahl wieder angeschaltet und was war? Es war weiter instabil. Und dann war ich wirklich deprimiert, weil ich dachte, jetzt ist es vorbei, jetzt geht nichts mehr. Nach einem Tag hat die sich stabilisiert und die Linse stand dann stabil. Da fiel mir dann die ganze Last von der Schulter. Und man konnte wirklich klar und gut einzelne Atome abbilden. Was wie doppelbelichtet aussieht, wird plötzlich scharf. Und es ist kein Haar, sondern ein 100.000-mal kleineres Kohlenstoffröhrchen. Die Neuerung wird das weltweit erste Korrektursystem für Elektronenmikroskope. Und Haider lässt es über seine Firma patentieren. Damit ist auch der Grundstein gelegt für viele nachfolgende Verbesserungen. 2008 titelten die Zeitungen, genauer geht es nicht. Die Tragweite war immens. Immer mehr konnten die Forscher nun mit den Korrekturen ins Detail gehen, einzelne Atomlagen erkennen oder Molekülstrukturen zueinander messen. Maximilian Haider und Joachim Zach fertigen die Korrekturen in ihrer Firma CEOS. 90% aller Transmissionselektronenmikroskope weltweit sind mit ihren patentierten Korrekturen bestückt. Immer mehr Daten auf immer weniger Raum unterzubringen, mit dem Korrektor im Mikroskop wird das möglich. Besonders die Materialwissenschaft profitiert von der Erfindung, ob bei Computerchips, Batterien, Datenspeichern, Elektromobilität oder der Halbleiterfertigung. Für seine Erfindung hat Haider mit den beteiligten Kollegen höchste Preise bekommen. Durch Kooperationen mit Forschungsinstituten wurden inzwischen Weltrekordauflösungen erzielt, wie hier mit der Universität Ulm. Diese Aufnahme ist für mich auch ein eigener neuer Meilenstein in der ganzen Entwicklung. Man kann dann sehen, wie Atome rumspringen. Man kann die Wanderung der Atome sehen. Nicht nur einzelne Aufnahme, sondern einen Film aufnimmt. Dann kann man das sehen und das ist wirklich immer faszinierend. Und was ihn fasziniert, das nimmt Maximilian Haider in den Fokus. Neue Projekte als Seniorberater seiner Firma ebenso wie seine Wahlheimat. Seine Scharfsicht prägt sein Forscherleben. Wenn wir sicherstellen möchten, dass die Gesundheitsversorgung in Europa jetzt und zukünftig funktioniert, brauchen wir mehr und bessere Kenntnisse. Wir benötigen Daten zum und Einsichten in den Gesundheitszustand der EU-Bürger, die Organisation der Gesundheitsversorgung und die Kosten unseres Gesundheitssystems. Die Europäische Kommission hat gemeinsam mit der OECD und dem European Observatory on Health Systems and Policies jedes einzelne EU-Land analysiert. Die Berichte machen deutlich, dass unsere Gesundheitsversorgung wirksamer, zugänglicher und belastbarer werden muss. Zum Beispiel, 80% der Gesundheitsausgaben betreffen die Behandlung chronischer Krankheiten, nur ein Bruchteil betrifft die Vorsorge. Eine Verlagerung hin zur Vorsorge beseitigt nicht nur Ungleichheiten bei der Gesundheit, sondern sorgt auch für enorme wirtschaftliche Rendite. Mehr als einem von vier Patienten steht heutzutage kein Hausarzt oder ein lokales Gesundheitszentrum zur Verfügung und müssen deshalb eine Notfallaufnahme aufsuchen. Ist eine Erstversorgung verfügbar und bezahlbar, können unnötige Klinikaufenthalte vermieden werden. Patienten suchen viel zu oft nach bestmöglicher Behandlung inmitten eines Labyrinthes unübersichtlicher Angebote. Ganzheitliche Versorgung, bei der alle Anbieter eng zusammenarbeiten, bietet dem Patienten bessere Ergebnisse. Der State of Health in the EU verknüpft Stärken und Herausforderungen verschiedener EU-Länder zu gemeinsamen und EU-weiten gesundheitlichen Prioritäten. Die Berichte helfen den Entscheidungsträgern, genau und effizient zu arbeiten, damit wir alle gesund in die Zukunft blicken können.
Er ist Musiker, Buchautor und Radio-Urgestein. Diesmal zu Gast bei Nette Leid ist Peter Meissner. Es ist so schön, mit dir zu träumen von einem Märchen ohne Schluss, in dem Schneewittchen niemals in den Apfel beißen muss. Von einem Baum, der seine Blätter nur so aus Spaß ganz hellblau trägt, wenn er damit auch öfter viel Ärgernis erregt. Mit dir könnt ich mir vorstellen eine schönere, bessere Welt, obwohl es mir seit kurzem auch in meiner ganz gut gefällt. Herzlich willkommen hier im gemütlichen Kaminzimmer vom Café Grande und herzlich willkommen, Peter Meissner. Ja, schönen Tag. Peter, der Song ist ja schon ein paar Jährchen alt, den du da jetzt angespielt hast. Ja, das war mein erstes Lied sozusagen, das erste, mit dem ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Das war 1974 bei der Showchance, bei der ORF-Showchance von Eva-Maria Kaiser damals veranstaltet. Und im Vorjahr war der Peter Cornelius der Sieger dieses Wettbewerbs und da habe ich mir irgendwie bei dieser Gelegenheit gedacht, das könnte ich auch versuchen und ich hätte es auch fast gewonnen, aber ich meine, ich habe trotzdem einen Plattenvertrag bekommen. Die Showchance war also eigentlich die erste Castingshow, obwohl man damals von Castingshow noch nicht gesprochen hat. Talente-Wettbewerb hat es damals geheißen, ne? Und da waren wirkliche Talente, die sozusagen von null begonnen haben. Allerdings, die gewonnen haben, waren damals schon ein bisschen bekannt, zumindest in Vorarlberg. Das waren nämlich Köhlmeier und Bilgri. Und die haben so ein Duo gebildet, ein kabarettistisches Duo, und haben dann gewonnen mit einem Lied. Das ist so gegangen, so: Oho, Vorarlberg, bist zwar als Land ein Zwerg, kleiner Haber, oho, holo, drio. Hättest du fast mitmachen können, kannst ja, du Vorarlbergisch. Wie ging es dann weiter? Die große Karriere blieb doch versagt ein bisschen, oder? Naja, die große Karriere war eigentlich auch gar nicht irgendwie geplant, weil ich habe ja damals gerade erst begonnen, Maschinenbau zu studieren und war im vierten Semester. Das heißt, es wäre gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen, mich jetzt da wirklich nur der Musik zu widmen, ne? Ich habe ja mehr oder weniger meinen Eltern versprochen, dass ich dieses Studium auch ernsthaft betreibe. Daher habe ich versucht, einfach was geht, ja, unter diesen Bedingungen, und bin dann so zweispurig gefahren. Und später dann ja habe ich also Maschinenbau fertig studiert und bin in eine Firma eingetreten. Und dann habe ich alles drei nebeneinander gemacht. Also das Radio ein bisschen so im Hintergrund, die Firma sozusagen offiziell im Vordergrund, ne? und eben meine Lieder. Die Musik, hast du da irgendwelche Chartsplatzierungen geschafft? Damals schon, ja. Das ist auch auf Ö3 ganz gut gelaufen. Ich habe auch später dann mit einem anderen Lied, das heißt Noch ein paar Minuten, ganz guten Erfolg gehabt. Das ist auf Ö3 sehr viel gelaufen und in der Österreich-Parade habe ich über mehrere Wochen hinweg geführt. Das heißt, du bist so richtig auf der Austropop-Welle damals mitgeschwungen. Ja, ich war total auf der Austropop-Welle und es war natürlich vor allem die Liedermacher-Welle. Es war zwar schon im Abklingen, Reinhard May hat mehr oder weniger den Durchbruch damit geschafft und ist damit berühmt geworden, aber ich habe sozusagen noch die Ausläufer dieser Begeisterung erleben dürfen. Weil in den 70er Jahren ist das dann abgeflaut. Da ist dann eine andere Art von Pop gekommen. Und wie war das damals bei Live-Konzerten? Bist du da durch die großen Konzerthallen getourt? Naja, eben. Also das war damals noch möglich, mit einer Gitarre, nur mit einer Gitarre, in irgendeinem riesengroßen Saal aufzutreten. Ja. Das wäre eigentlich heutzutage nicht mehr möglich, weil es einfach zu leise und zu wenig Druck hat. Ja. Aber Ed Sheeran macht das jetzt auch? Ja, allerdings mit einer anderen Technik dahinter. Also ich bin dort gestanden mit zwei Mikrofonen und ich kann mich erinnern, einer meiner ersten Auftritte war im Casino-Saal in Baden. Da habe ich mich vertraglich verpflichtet, eine halbe Stunde zu spielen.
und habe eigentlich fast nichts gehabt in meinem Repertoire. Also das habe ich mit Mühe und Not habe ich diese halbe Stunde füllen können. Und da waren sicher an die 1000 Leute drin. Ne? Und das hat natürlich nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Aber der Georg Danzer war damals der Star an diesem Abend und der ist dann zu mir gekommen und hat dann gesagt, Alter, das war sehr gut, was du da gemacht hast. Und du darfst da nichts draus machen, das geht so nicht mit der Gitarre nur da. Und du wirst die in der letzten Reihe nicht erwischen, aber das war super. Seitdem war ich natürlich absoluter Fan vom Georg. Und dann bist du aber ein bisschen abgebogen in die Radiokarriere. Naja, dann ist eben noch was da Unvorhergesehenes da hergekommen. Das war 1977, da habe ich eine LP gemacht, das war die LP Chansons, meine erste LP. Und die habe ich natürlich im Radio vorgestellt, und zwar auf Radio Niederösterreich. Und der Peter Hofbauer war damals der Abteilungsleiter Familienfunk und hat eine Sendung moderiert, die hat Hereinspaziert geheißen, beziehungsweise Niederösterreich Magazin damals noch. Und am Ende des Interviews habe ich dann zu ihm gesagt, naja, also das ist sehr interessant, also das würde mich eigentlich auch interessieren. Und ich hab das halt so gesagt. Und er antwortet völlig spontan, so wie er eben ist und damals schwor, sagt er, na, dann komm in die nächste Redaktionssitzung und dann schauen wir, ob du irgendeinen Beitrag machen kannst. Und das war tatsächlich so und ab da habe ich begonnen. Also, war dann natürlich lange Zeit freier Mitarbeiter, so mehr oder weniger, bis 91 und dann war ich Angestellter. Kannst du dich noch an den allerersten Beitrag erinnern, worum es da ging? Ja, da hat mir mein Interviewpartner sehr geholfen, dass der ein Erfolg geworden ist. Es war nämlich ein Faschingsbeitrag, beziehungsweise ein 1. April-Beitrag war das. Und ich habe meinen Friseur damals darauf angesprochen, dass er jetzt ein neues Geschäftsmodell hat, und zwar, er steigt auf Selbstbedienung um. Und er hat so mitgespielt, also er hat dann gesagt, ja, also da haben wir ein spezielles Scheren da entwickelt, weil man hat es ja nicht gesehen, ne? Das, Sie sehen hier, das ist, hat so eine Verlängerung, damit man auch hinten schneiden kann, und wir haben auch einen, falls irgendwelche Verletzungen sind, wir haben einen Arzt im Haus, und also der hat mit, so wenn das eine Kabarettnummer gewesen wäre, und die ist natürlich bei Peter Hofbauer gut angekommen. Und ja, kurze Zeit drauf habe ich dann schon meine erste Live-Sendung moderiert. Also nicht nur Beiträge gemacht, sondern also ein paar Monate später schon Hereinspaziert selber moderiert. Beim Radio, gab es Radiohörer, die das wirklich geglaubt haben? Ja, es gab Berufskollegen von dem Friseur, die ihn gefragt haben, ob er jetzt ganz deppert worden ist. Ja, die haben das geglaubt. Also es haben wirklich welche geglaubt. Ja. Was man merkt bei deinem allerersten Radiobeitrag, ist deine kabarettistische Ader, die du dann ja später auch verfolgt hast. Ja, die hat sich so irgendwie hineingeschlichen. Anfangs, meine Auftritte waren anfangs eigentlich immer nur reine Musikauftritte. Also da habe ich also meine eher romantischen Lieder gesungen. Das waren ein bisschen humoristische Sachen auch dabei, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich Romantik. Und dann habe ich so nach und nach immer wieder so kleine Geschichten reingestreut und gemerkt, dass die sehr gut ankommen, und bin dann letzten Endes zu einer Mischung gekommen aus Liedern und Geschichten, sodass also das abwechselt, mehr oder weniger. Und diese Geschichten sind in erster Linie auch Sketches mit verstellten Stimmen, also nicht nur Geschichten, sondern lustiger ist eben noch, wenn man dann die Stimme so nachmacht und dann nicht zwei Personen spielt, nicht zum Beispiel so einen und so einen zum Beispiel, einen anderen. Und das macht mir immer noch totalen Spaß. Können wir da spontan einen kurzen Sketch haben? Naja, kurzer Sketch. Also eine Lieblingsgeschichte ist, nicht? Zwei Männer treffen sich so im Eingangsbereich eines großen Wohnhauses, wo halt viele Parteien drinnen wohnen, und da ist draußen so ein Glockenschild mit vielen Namen natürlich, und da treffen sich zwei, und der eine sagt, Grüße, ja, wir haben uns noch nicht kennengelernt, wie geht's Ihnen denn? Also mein Name ist Meier, und der andere sagt, ja,
Mich freut es auch, dass ich Sie treffe. Mein Name ist Licht. Jetzt stellt sich natürlich heraus, er sagt dann... Ja, also ich habe da natürlich ein Problem, weil alle, die da vorbeikommen bei der Glocken, die leiten alle zuerst einmal bei mir, nicht? Bei Licht. Da sagt er, na, Sie müssen halt mit der Frau Kein aus dem ersten Stock eine Wohngemeinschaft bieten, da können Sie dann kein Licht ans Glockenschüttel schreiben. Dann sagt er... Das geht nicht, ich heirate demnächst. Meine zukünftige Frau heißt Schalter. Sie besteht auf einem Doppelnamen. Und ich glaube nicht, dass sich dadurch unser Problem lösen wird. Sehr nett. Und das Kabarett hast du dann weiter verfolgt bis heute? Ja, das habe ich bis heute verfolgt. Also kurzfristig habe ich mir das auch so gedacht, dass ich für andere Kabarett schreibe. Und zwar habe ich auch den Martin Flossmann näher kennengelernt und habe dann begonnen, für Simpel zu schreiben. Und es ist mir auch tatsächlich gelungen, einige Nummern unterzubringen von mir. Allerdings war das dann letzten Endes nicht sehr, wie soll ich sagen, nicht sehr befriedigend, weil diese Stücke sehr bearbeitet wurden und dann waren es eigentlich gar nicht mehr meine Stücke. Es war zwar die Idee oder gewisse Teile waren halt dann noch von mir, aber ja, wirklich Spaß macht es selber damit aufzutreten. Ne? Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Fach, das du gut belegt hast. Das ist das Fach des Bücherschreibens. Ja, ja. Naja, das hat sich dann eigentlich so zwangsläufig daraus ergeben, dass ich natürlich diese Geschichten, die ich da so zwischen den Liedern gespielt habe oder gelesen habe, dass ich die dann irgendwann einmal auch veröffentlichen wollte. Dann habe ich im Eigenverlag einmal drei Bücher gemacht. Die haben sich sehr gut verkauft, natürlich nur bei meinen Auftritten, also die waren im Buchhandel praktisch nicht vorhanden. Und dann ist der Herr Robert Iwanzig vom Kral Verlag an mich herangetreten und hat gesagt, ich soll einmal ein ordentliches Buch machen, eins mit einem festen Deckel und ein bisschen dicker. Und überhaupt, es wäre doch ein tolles Thema Weihnachten. Und naja, ich habe ein paar so Weihnachtsgeschichten gehabt, so Szenen um Weihnachten herum, was da alles passiert mit dem Wahnsinn der Lichterbeleuchtung zum Beispiel und dass man Weihnachten immer früher feiert, also dass es schon im August, im Juli schon die Spekulatius gibt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich wirklich, da gibt es, das ist ein Feld, das noch nicht bearbeitet worden ist und es gibt eigentlich kaum jemanden, der neue Weihnachtsgeschichten schreibt. Es gibt sehr viele Weihnachtsbücher, aber die haben alle eigentlich nur ja, eine Zusammenstellung von Texten, von bekannten Texten. Und ich habe halt neue geschrieben. Und das erste Buch war ein Riesenerfolg. Da waren 64 Geschichten drinnen, auch Engel lachen gerne. Und daraufhin habe ich dann nach einiger Zeit ein zweites, lachen gerne weiter und lachen gerne wieder, ein drittes geschrieben. Und daneben natürlich noch nicht weihnachtliches. Das heißt, du warst ein Hans Dampf in allen Gassen, bist du es noch immer? Ja, weil das ist immer, das ist eigentlich das Spannendste im Leben, wenn man immer wechseln kann. Zum Beispiel, das hat mich der Maschinenbau hat mich sehr interessiert. Und wenn ich am Zeichenbrettl gestanden bin, ich war dann auch Assistent an der Uni, habe ich mir gedacht, mein Gott, jetzt freue ich mich aber schon sehr, wenn ich im Studio sitze. Ja, das ist mir zu fad eigentlich auf Dauer. Dann war ich im Studio, da haben wir gedacht, na, diese verrückte Welt, lauter Wahnsinnige rundherum irgendwie, ja, so Künstler, Naturen und so weiter, nervös. Und haben wir gedacht, na, ich freue mich schon wieder, wenn ich am Zeichenbrettl stehe. Und da ist ganz einfach Ruhe und Konzentration. Und so ist dieser Wechsel immer das wirklich Tolle. Also ein richtig hin- und hergerissen, ne, zwischen den eigenen Gefühlen. Ja. Ja, ja, hin und her gerissen, ja, aber eben in Bewegung dadurch. Ja. Künstlerseelen, und da bist du zweifelsohne eine davon, sagt man nach, dass sie noch viel mehr denken über die Welt und über die Zustände als vielleicht der normale Mensch. Was machst du für Gedanken, dir für Gedanken, wie dein Leben so verlaufen ist, wie es früher war, wie es jetzt war? Naja, ich mache mir natürlich schon sehr viele Gedanken. Ich bin an sich eher ein ruhiger und ernster Mensch, würde ich sagen. Wenn jetzt dadurch, dass meine Kinder und Enkelkinder eben dann gekommen sind, blicke ich natürlich jetzt auch
sozusagen ganz persönlich in die Zukunft. Es ist nicht so abstrakt, dass man sagt, naja, in 100 Jahren oder in 50 Jahren wird halt die Welt so und so ausschauen. Erlebe ich eh nicht mehr. Aber meine Kinder, meine Enkelkinder erleben es. Und damit kriegt das eine ganz andere Dimension. Weil wenn ich den Dreijährigen vor mir sitzen habe und die überlegen mir, was wird dein Leben bringen, dann macht mir das sehr, sehr nachdenklich und irgendwie auch betroffen manchmal. Ne? Was glaubst du oder was fürchtest du, wird es für das Enkel bringen? Also ich bin ja trotzdem Optimist. Also ich glaube, also die Endzeitstimmung kann ich nicht teilen von manchen, weil wir waren schon so oft in einer Endzeitstimmung. Also in meinen jetzt 66 Lebensjahren kann ich mich erinnern, dass wir zum Beispiel in den 50er Jahren schon, also als Kind habe ich das schon mitgekriegt, 50er, Anfang 60er Jahre, durchaus in einer Endzeitstimmung waren, weil nämlich viele gesagt haben, na der nächste Krieg, das ist schon ziemlich sicher und das wird Russland oder gleich China, da kann man gleich Chinesisch lernen, Russisch braucht man gar nicht mehr lernen und das war so. Und vor der Atombombe haben alle so Angst gehabt damals. Die waren irgendwie sicher, dass wir das nicht überleben, die nächste Generation. Und dann waren so verschiedene andere Dinge, wo man also sehr pessimistisch zunächst einmal reagiert hat. Ich meine, das Schöne war ja zum Beispiel, das Schöne unter Anführungszeichen, der saure Regen, ne? Der saure Regen und das Waldsterben. Tatsächlich hat es funktioniert, dass sondern die Menschheit es in den Griff bekommen hat und dieses Waldsterben tatsächlich gestoppt wurde, weil man eben geschaut hat, dass diese Schwefeldioxide oder was immer, diese Schadstoffe eben nicht mehr in der Luft sind. Und ich hoffe sehr, dass das, was die Klimaerwärmung betrifft, also ähnlich funktioniert. Das ist natürlich viel komplizierter jetzt. Ne? Was meinst du, ist der Unterschied zwischen dem Leben damals, als du Jugendlicher oder jung Erwachsener warst, und dem Leben heute? Naja, das war unglaublich einfach. Also das Leben, das kann man sich eigentlich wirklich nicht vorstellen. Jetzt rede ich schon so wie halt meine Vorfahren. Nicht? Das kann man sich kaum vorstellen. Wir haben einen in der ganzen Wohnung, große Mietwohnung war das, in Baden haben wir nur einen Ofen gehabt zum Beispiel. Nicht? Also das war halt so ein Mellerkamin, der ist da gestanden, hat mehrere Räume mitgeheizt, unter Anführungszeichen. Badezimmer war überhaupt keine Heizung, nur ein Strahler, der vorne geglüht, wenn man gestanden ist, geglüht hat, hinten war die Gänsehaut. Dann jede Anschaffung war so, dass man lange drauf gespart hat, oder man hat es halt auf Kredit gekauft, aber das haben wir nie gemacht. Es war wirklich wenig Geld da. Also Eis war nicht selbstverständlich, dass man jetzt sagt, ich kaufe mir Eis, sondern ja, du hast erst gestern eins gehabt zum Beispiel, nicht? Oder so. Einfach, es war wirklich, heute würde man sagen, das ist also eine prekäre Situation. Ja. Mit dieser Erzählung kommen wir jetzt nämlich in die Gegenwart. Dein neuestes Buch funktioniert auf diese Weise. Ja. Ich darf das hervornehmen. Steht da, Opa, erzähl mir von früher. Ja. Was ist da drin? Ja, also das sind 80 Dinge aus den 50er und 60er Jahren, die es heute, kann man sagen, nicht mehr gibt oder die halt aus der Mode gekommen sind. Wie zum Beispiel ein Vierteltelefon. Ja? Wenn ich jetzt meinen Kindern sage, wir haben ein Vierteltelefon gehabt. Ne? Natürlich können sie, inzwischen wissen sie es schon, weil ich das Buch gemacht habe, aber ein Vierteltelefon war eben ein Telefonanschluss für vier Teilnehmer. Und wenn jetzt einer viel geredet hat zum Beispiel, dann konnte man nicht telefonieren, weil der die Leitung eben besetzt hat. Ne? Übrigens habe ich damals schon mich sehr technisch interessiert und habe einen Weg dann gefunden, wie man den anderen aus der Leitung schmeißt, weil ich war nämlich unter dem Telefon war so ein Kastel und wenn man das aufgeschraubt hat, dann konnte man ein Relais antippen und dann war der draußen.
Ja, aber das ist unter uns, also das verraten wir nicht mehr. Ja. Naja, und also ich habe versucht, meinem Enkel, der jetzt 3 Jahre alt ist, also das andere Enkelkind ist überhaupt erst 1,5 Jahre, natürlich fragen die noch nicht, Opa, erzähl mir von früher, das wird vielleicht in ein paar Jahren so sein und ich hoffe, dass es in ein paar Jahren so ist, aber ich habe es jetzt geschrieben, weil ich mich vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr erinnern kann. Und sind das alles Geschichten, die du selbst erlebt hast oder aus Erzählungen kennst? Ja, es sind eigentlich Beschreibungen von Dingen, aber so ein bisschen also unterhaltsam beschrieben. Es sind keine Sketches in dem Sinn, so wie meine anderen Bücher. Es ist auch ein Bilderbuch, in dem diese Sachen alle abgebildet sind. Also wenn man da zum Beispiel, egal wo du jetzt aufschlägst, es wird ein Bild da sein. Das ist zum Beispiel ein Tierabend. Ja. Und das beschreibt zum Beispiel einen Tierabend, wo dann Gäste gekommen sind. Es hat Spießchen gegeben, das war damals das Modeessen, wenn man Gäste gehabt hat und nichts Großes servieren wollte. Nicht kleine Spießchen. Und dann hat der Onkel gesagt, ja, also wie ihr wisst, waren wir ja auf Urlaub in Jesolo, nicht? Und da waren dann 12 Gäste und dann, ich zeige euch jetzt die Dias, da ist zum Beispiel meine liebe Elfriede, die sitzt da auf einer Hollywood-Schaukel und trinkt einen roten Saft. Und dann hat er 400 Dias gezeigt, wo überall die Elfriede drauf war, die Tante Elfriede, nur auf einem nicht, weil da war plötzlich eine spärlich oder gar nicht bekleidete Frau beim Sonnenbaden. Und da hat es dann gleich einmal aufgeschrien. Und da hat er gesagt, naja, da habe ich nur mein Teleobjektiv ausprobiert. Was mir sehr gut gefällt, ist dieses Bild. Bravo, Titelblatt mit Roy Black. Roy Black, ja. Also Bravo war damals die Bibel aller Jugendlichen. Genau, Bravo-Hefte haben ja in der Schule so kursiert. Da hat es oft nur ein Bravo-Heft gegeben für mehrere Personen. Und leider Gottes ist es dann manchmal konfisziert worden, Bravo-Hefte. Das ist interessant, was da drinnen gestanden ist. Nicht? Zum Beispiel eben der Roy Black hat erzählt, nicht? Roy Black, was Roy Black am Telefon verraten hat. Aber zum Beispiel auch für alle Jungen, die es noch nicht wissen, so küsst man ein Mädchen. Und weißt du noch genau, wie das beschrieben war? Das war für mich damals noch nicht so relevant. Ja. Man sieht so schöne Sachen in diesem Buch oder diese alten Werbedinger, ja, wie Pets. Also die Pets-Automaten bzw. die Pets-Spender, die gibt es ja jetzt noch, aber damals waren es halt neue mit dem Donald-Kopf und dem Mickey-Maus-Kopf und dem Pluto. Das hat das Zuckerlesen in eine andere Dimension gehoben. Opa, erzähl mir von damals, von früher. So heißt das Buch von Peter Weißner. Schönen Dank, dass du da warst. War wunderbar. Gerne. Hat mich gefallen. Wir hören jetzt noch ein bisschen was von dir. Ja. Was wirst du uns was Neueres vorspielen? Nicht ja, das 1974? Ich könnte ganz kurz was spielen aus einer Unterhaltung von Mann und Frau unter dem Titel Liebst du mich noch? Also sie fragt ihn, liebst du mich noch? Und er, was soll er darauf sagen? Eh. Und es entwickelt sich dann so ein Dialog. Okay, das hören wir uns an und vielen Dank, dass du da warst. Gerne, Dankeschön. Liebling, ach Liebling, sag, liebst du mich noch? Was meinst du, mein Gott, das weißt du doch. Du hast mir aber schon lang nichts mehr geschenkt. Hauptsache ist doch, dass man an dich denkt. Hier und da Blumen, das täte mir gut. Die sind doch am nächsten Tag schon kaputt. Früher, da warst du ganz anders zu mir. Liebling, haben wir noch ein Bier? Du hörst nie, was ich sage, wenn ich dich etwas frage. Ich hab dir sogar aufgeschrieben, dass wir noch ein Bier und ein Mineralwasser brauchen. Liebling, ach Liebling, ich denk manchmal dran,
wie das einmal mit uns beiden begann. Das ist jetzt wirklich so lange schon her. Ich weiß das heute gar nicht mehr. Du warst damals so schneidig und du warst so geschmeidig. Heute bist du nur noch fad und du bist ein bisschen auseinandergegangen. Trotzdem frag ich dich, sag, liebst du mich noch? Ich wiederhole, das weißt du doch. Sonst fällt dir wirklich rein gar nichts mehr ein. Was meinst du, was sollte das denn jetzt sein? Na, irgendwas Zärtliches halt, was mich freut. Was kriegen wir eigentlich zum Essen heut? Ich geb's auf, schau, was ich hab für dich. Ein Bier, Schatz, ich liebe dich. Na, also, warum nicht gleich? Nächste Woche zu Gast bei Nette Leid auf Donaukanal, Zirkusdirektor Alexander Schneller. Donaukanal Nette Leid, immer um 20:30. Wenn wir sicherstellen möchten, dass die Gesundheitsversorgung in Europa jetzt und zukünftig funktioniert, brauchen wir mehr und bessere Kenntnisse. Wir benötigen Daten zum und Einsichten in den Gesundheitszustand der EU-Bürger, die Organisation der Gesundheitsversorgung und die Kosten unseres Gesundheitssystems. Die Europäische Kommission hat gemeinsam mit der OECD und dem European Observatory on Health Systems and Policies jedes einzelne EU-Land analysiert. Die Berichte machen deutlich, dass unsere Gesundheitsversorgung wirksamer, zugänglicher und belastbarer werden muss. Zum Beispiel, 80% der Gesundheitsausgaben betreffen die Behandlung chronischer Krankheiten, nur ein Bruchteil betrifft die Vorsorge. Eine Verlagerung hin zur Vorsorge beseitigt nicht nur Ungleichheiten bei der Gesundheit, sondern sorgt auch für enorme wirtschaftliche Rendite. Mehr als einem von 4 Patienten steht heutzutage kein Hausarzt oder ein lokales Gesundheitszentrum zur Verfügung und müssen deshalb eine Notfallaufnahme aufsuchen. Ist eine Erstversorgung verfügbar und bezahlbar, können unnötige Klinikaufenthalte vermieden werden. Patienten suchen viel zu oft nach bestmöglicher Behandlung inmitten eines Labyrinthes unübersichtlicher Angebote. Ganzheitliche Versorgung, bei der alle Anbieter eng zusammenarbeiten, bietet dem Patienten bessere Ergebnisse. Der State of Health in the EU verknüpft Stärken und Herausforderungen verschiedener EU-Länder zu gemeinsamen und EU-weiten gesundheitlichen Prioritäten. Die Berichte helfen den Entscheidungsträgern, genau und effizient zu arbeiten, damit wir alle gesund in die Zukunft blicken können. State of Health in the EU. Lesen Sie und profitieren Sie vom Ergebnis.